Was beeindruckt eigentlich Frauen und ist es überhaupt wichtig, dass man als Mann das Ziel hat, eine Frau zu beeindrucken? Du darfst dir zunächst einmal deine letzten drei Dates vorstellen und überlegen, wie war das Machtgefüge bei diesem Date? Und wenn du gemerkt hast, dass es sehr, sehr attraktive Frauen waren, die dich vielleicht nervös gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass du die Frau ein bisschen höher gestellt hast. Das heißt, dass du dich in eine unterwürfige Position begeben hast. Kommt dir das bekannt vor, dann weißt du jetzt vielleicht auch schon, worauf das hinausläuft, wenn wir darüber sprechen wollen, ob du eine Frau begeistern sollst oder möchtest. In dem Moment, wo wir eine Frau begeistern wollen, weil wir sie so ein bisschen auf ein Podest stellen und ihr Fan sind, machen wir das aus den falschen Gründen. Das heißt, wir glauben, dass die Frau uns gar nichts beweisen muss. Wir haben schon entschieden, wie toll sie ist und wir müssen sie jetzt von uns überzeugen, begeistern. So. Nicht unbedingt eine besonders gute Ausgangssituation aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen gibst du dir selber das Statement, du bist weniger wert als die Frau, was definitiv falsch ist. Du bist jetzt schon so viel wert. Mach dir das klar, wie besonders du bist. Also das ist der eine Grund. Wir suggerieren uns selber, wie viel weniger wert wir sind. Und das ist natürlich das Fatale fürs Date, wir zeigen es der Frau, dass wir glauben, wir sind weniger wert. Ja? Und selbst wenn die Frau am Anfang des Dates noch Interesse hat oder dich kennenlernen wollte, merkt sie im Laufe der Unterhaltungen, dass du dich unter sie stellst, dass du dich fügst, dass du versuchst, irgendwie in ihre Gunst zu kommen. Ja, mit übermäßig vielen Komplimenten, mit sehr viel Ausfragen, mit Informationen sammeln über sie, weil du ein Fan bist. Und das sollten wir bearbeiten. Die Erkenntnis als solche ist wichtig, damit wir daran arbeiten können. Das heißt, eine Frau kann. Stell dir mal vor, wir würden jetzt wollen, die Frau soll das für uns regeln. Die Frau merkt, wir stellen sie auf ein Podest. Wie soll sie da selber runterkommen? Du hast sie ja draufgestellt. Das heißt, sie kann selber nichts tun, wenn du entschieden hast, sie ist mehr wert, sie ist besonders, du bist quasi jetzt gerade der Glückliche, der sich in ihrem Universum aufhalten darf. Dann kann die Frau nichts machen, um selber darunter zu gehen, weil das Podest wurde von dir gebaut. Ja, und das ist der Grund, warum wir bei uns schauen sollten, okay, woran liegt das eigentlich? Warum glaube ich, dass eine Frau mehr wert ist als ich? Und hier sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Und heute möchte ich das Thema Glaubenssätze aber ein bisschen anders aufziehen. Und zwar mit Headlines. Deswegen bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen runtergerutscht. Was ist jetzt gerade hier meine Headline? Meine Headline in diesem Video ist, ich möchte dir zeigen, wie besonders du bist, damit du verstehst, dass du eine Frau nicht anhimmeln musst. Ja, also das ist Inhalt des Videos. Das heißt, mein Inhalt ist, dir etwas beibringen, dir etwas zeigen, dir helfen. Das ist meine Headline in diesem Video. Was ist deine Headline beim Date, wenn du die Frau auf ein Podest stellst und dich bedürftig verhältst, wenn du ihr Fan bist? Dann ist deine Headline, ich bin dein Diener, ich bin dein Fan. Ich bin weniger wert als du. Du bist besonders. Ich darf nur in deinem Universum sein. Du bist besonders. Das heißt, deine Headline arbeitet nicht für dich. Aber wer hat sie denn geschrieben? Wer hat diese Headline da über deinen Kopf geschrieben? Das warst du. Unabhängig davon, wie die Vergangenheit war, hat irgendwann mal dein Verhalten begonnen. Unabhängig davon, wie sich Frauen in deinem Umfeld verhalten, hast du irgendwann mal entschieden, diese Headline gehört zu mir. Und was tun wir, wenn wir solche Headlines, Glaubenssätze haben? Wir verhalten uns entsprechend. Das heißt, wenn ich mit dem Glaubenssatz in ein Date reingehe, sie ist besonders, sie macht mich nervös, ich kann nicht richtig mit ihr reden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du performst, dass du sie begeistert, weil du begeistert von dir bist? Nicht besonders hoch. Das heißt, unser erster Step ist, um eine Frau zu beeindrucken, um eine Frau zu begeistern, so begeistert wie du bist, ist deine Headline zu ändern. Ich bin ein toller Mann, ist ab sofort deine Headline. Ich bin ein begeisterter Mann. Ich bin ein zufriedener Mann. Ich bin ein glücklicher Mann. Also das heißt, finde deine Headline, das ist jetzt deine Hausaufgabe für heute, damit du beim nächsten Date ganz anders ausgelotet bist, damit du mit einer ganz anderen Einstellung auf dieses Date gehst. Und immer in den Situationen, wo dir so auffällt, oh Scheiße, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen zu sehr in die Bedürftigkeit gerutscht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu sehr wieder ihr Fan. Denkt an deine Headline und zeig ihr wieder, wer du bist. Jetzt haben wir zwei ganz konkrete Dinge, die du machen kannst, wenn deine Headline passt, damit du eine Frau beeindruckst.
Und das erste ist Flirten. Denn durch den Flirt kannst du sexuelle Anziehungskraft erzeugen bei ganz normalen Gesprächen. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel sagt, ich esse total gerne Salat und du würdest jetzt flirten wollen, dann könntest du dich zum Beispiel nach vorne beugen und könntest sagen, okay, und was isst du, wenn mal so ein richtiger Cheat Day ist? Was würden wir bestellen, wenn heute vollkommen egal wäre, was du essen darfst oder möchtest? Und wenn sie dann sagt, boah, ich liebe Salat oder so, dann sagst du, okay, für dich gibt es den Salat, für mich gibt es die fette Pizza, einverstanden? Also das heißt, wir haben geflirtet und wir haben, ich habe das jetzt gleich mit in den zweiten Punkt verpackt, wir waren spontan. Flirten und Spontanität, die sind best friends. Wir brauchen diese zwei Dinge, um Frauen zu begeistern und zu beeindrucken, weil du bist dadurch erfrischend. Du bist nicht wie alle anderen Männer, die diese Frau auf ein Podest heben, die sie anhimmeln, die ihr Fan sind, sondern du bist erfrischend. Und es wird für dich auch ein unglaublich schönes Date sein, weil du dadurch selber viel, viel lockerer bist. Du wirst nicht immer wieder sagen, oh, das ist ja interessant und wie toll und das ist ja klasse, dass du das so machst. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die so viel Sport macht oder was auch immer sie dir gerade erzählt. Du wirst nicht in diese Schiene rutschen. Du wirst aber auch nicht in die Schiene rutschen. Ja, also ich bin ja so besonders und ich arbeite 36 Stunden am Tag und überhaupt auch Montag bis Sonntag. Und für mich wurde die 8-Tage-Woche erfunden. Ich arbeite so viel und ich bin so fleißig und ich bin so toll. Wir haben hier zwei krasse Überkompensationen. Also das heißt, wir haben einmal, wenn wir unsicher sind, die Bedürftigkeit oder wir überkompensieren so richtig krass in so eine Übermaskulinität. Beides nicht besonders gut, nicht gut für dein Mindset, nicht gut für deine Wirkung, deine Authentizität leidet. Und deswegen empfehle ich dir, einfach dich gar nicht beweisen zu wollen, weder indem du ihr Fan bist, noch indem du dich in irgendeiner Form die ganze Zeit selber hypst, sondern indem du den Spaß und die Leidenschaft wieder mehr in den Fokus rückst. Und das können wir durch Flirten. Wenn wir Situationen, die ganz normale Gespräche sind, für uns nutzen, um zu flirten, dann wird das Date automatisch interessanter für dich und für die Frau. Das heißt, ich habe zum Beispiel dieses Salatthema angeschnitten. Du kannst es in ganz anderen Bereichen noch verwenden. Du kannst zum Beispiel, wenn sie dich fragt, ja, keine Ahnung, wie ist denn deine Familienkonstellation oder wie kommt es, dass du zwei Väter hast oder irgendwas Spezielleres, wo es ein bisschen mehr Vorgeschichte zu gibt, dann sagst du, das erzähle ich dir beim nächsten Mal in Ruhe. Also das heißt, du musst auch beim Flirten, heißt nicht, dass du immer alles offenlegst, dass immer alles erzählt wird oder dass das was Anzügliches ist, sondern du kannst sogar in solchen Situationen für dich so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Du musst nicht deine ganze Persönlichkeit innerhalb von 2 Stunden offenlegen, dein ganzes Leben offenlegen, sondern du kannst das Ganze auch so ein bisschen dosiert aufbauen, damit man sich wirklich entspannt kennenlernen kann. Spaß und Leidenschaft stehen hier im Vordergrund. Also flirten und die Spontanität, wie passt das jetzt zusammen? Nun ja, wenn du zum Beispiel versuchst zu flirten und die Frau reagiert auf deinen Flirt nicht, so wie in meinem Beispiel mit Salat und Pizza. Sie sagt, hä, nee, was Cheat Day, ich esse super gerne Salat, ja, ich brauch nichts Fettiges. Dann könnte jetzt jemand, der noch nicht so erfahren ist oder der nicht so spontan ist, vielleicht sagen, ja, aber so habe ich es ja gar nicht gemeint oder so. Und schon sind wir wieder in der Bedürftigkeit. Das heißt, was machen wir hier? Wir sind spontan, wir sagen, okay, du bekommst den Salat und ich bestelle mir die fette Pizza. Also das heißt, man beweist Kante, wenn das stimmt. Ne? Du kannst natürlich, wenn du auch den Salat möchtest, sagen, okay, Deal, wir beide sind die Salatlover. Aber wenn du anderer Meinung bist, kannst du das trotzdem so charmant verpacken, damit du spontan warst, damit du trotzdem weiter geflirtet hast und du nicht wieder in die Bedürftigkeit gerutscht bist. Und das ist tatsächlich sehr, sehr leicht, wenn man mal andere Bereiche in seinem Kopf reden lässt und nicht immer das, was hier vorne wohnt. Denn im vorderen Bereich sitzt immer der Part von dir, zum Beispiel der bedürftige Part, der hat am schnellsten Redezeit. Der kommt am schnellsten zum Vorschein, wenn du den Mund öffnest. Warum? Weil der am trainiertesten ist. Wenn du jetzt aber mal sagst, hey, du bist mal kurz Pause, du hast jetzt nicht immer sofort Redezeit und lässt mal so ein paar andere Areale sprechen, ja, die vielleicht schlagfertig sind, lustig sind, spontan sind. Und ist dir das schon mal passiert, dass dir später auf dem Heimweg die lustigen Sachen eingefallen sind? Und daran merkst du, dass du es kannst. Nur, dass sich etwas hier vorne bei dir eingenistet hat, was so schnell Redezeit hat, dass alle anderen
Instanzen oder alle anderen Ideen im Keim erstickt werden. Du kannst sie aufwecken mit der richtigen Headline. Ich konnte schon hunderten Männern dabei helfen, mit der richtigen Headline wieder an sich zu glauben, um Erfolg bei Frauen zu haben. Und dir kann ich auch helfen. Trag dich dafür für eine kostenlose Dating-Analyse ein. Link findest du unten in der Infobox. Und lass uns schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, damit ich dich bald bei deinen Zielen unterstützen kann. Wie immer freue ich mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben.